Hallo zusammen, ich bin der Sascha, habe heute den Carsten zu Besuch und ich möchte mit dir gerne über das Thema Bremsen sprechen. Mhm. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn man ein halbes Jahr gefahren ist, irgendwann lässt die Bremspower nach, man hat nicht mehr so den Druckpunkt, wie er gerne ist oder wie man ihn gerne hätte. Und ja, was kann man bei einer Bremse alles machen, um die Bremspower wieder zu optimieren? Verschiedene Varianten, wir bieten verschiedene Belege an. Habe ich mitgebracht? Die du mitgebracht hast. Die kannst du uns sicherlich noch näher erklären. Genau. Was haben wir hier alles? Wir haben hier zum Beispiel organische Belege. Organische Belege haben eine relativ hohe Bremskraft, wenn sie noch nicht warm gefahren sind. Mhm. Ja, also der eigentliche Biss, selbst im kalten Zustand, ist sehr gut. Sind teilweise nicht ganz so hitzebeständig wie die gesinterten Belege, mhm, die du vielleicht auch dabei hast. Genau. Die gesinterten Belege sind länger haltbar und im warm gefahrenen Zustand haben sie die höchste Bremskraft, ja, und halten am längsten. Und dann haben wir noch organisch Aluminium. Organisch Aluminium, Vorteile von dem normalen organischen Belag, sehr hohe Bremskraft, ja, bisschen bessere Leitfähigkeit wegen der Aluminiumträgerplatte und für die Leute, die wirklich das letzte Gramm rausholen wollen, sparen ein bisschen Gewicht an der Trägerplatte. Man muss ein paar Sachen wissen bei Bremsbelägen. Die Bremsen kommen je nach Modell teilweise mit unterschiedlichen Bremsbelägen. Neue Code wird zum Beispiel mit einem metallischen Belag ausgeliefert, wobei eine Guide in der Regel mit einem organischen Belag kommt. Okay. Ganz wichtig, die Belege immer richtig einbremsen, sprich 10, 15 Bremsungen ohne das Rad zu blockieren aus 15, 20 km/h. Mhm. Schön verzögern, nicht blockieren deshalb, weil prinzipiell bremsen wir auf einer Schicht, die Belege auf der Scheibe hinterlassen. Mhm. Wenn ich das Rad blockiere in dem Moment und der Bremsbelag ist heiß, bleibt genau in dem Punkt ein bisschen mehr Belagrückstand. Und da kommen wir wieder in die Problematik. Neigt mein Rad zum Quietschen, der Hinterbau zu Schwingungen und dann habe ich an der einen Stelle auf der Scheibe ein bisschen mehr Belag und schon habe ich eine Unwucht drin. Mhm. Und es kann anfangen zu quietschen, zu rubbeln oder sonstiges. Deshalb beim Einbremsen empfehlen wir, das Rad nicht zu blockieren. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Carsten, mein Rad bremst nicht mehr so wie am Anfang, welche einzelnen Schritte würdest du jetzt durchgehen bei der Bremsenwartung, bei der Bremsenpflege? Also Punkt 1 wäre, ich gucke mir die Belege an. Sind sie abgefahren? Sind sie vielleicht verglast? Verglast sagt man, wenn die Bremse sehr, sehr heiß gefahren wird teilweise, mhm, oftmals. Das sieht man aber auch an der Scheibe. Ich gucke mir die Scheibe an. Sieht die Scheibe gut aus? Wenn wir hier zum Beispiel gucken, in dem Fall, die Scheibe sieht aus wie neu. Ja. Oftmals hat man es bei Leuten, die nicht ganz so auf einem hohen Level fahren, da sind die Stege schon leicht bräunlich, ja. Ja, dass die Scheibe fast wie verbrannt ist. Da macht es Sinn, eine neue Scheibe zu verbauen. Reicht mir die Bremskraft nicht aus, kann ich auf eine größere Scheibe gehen. Wir bieten Scheiben an bis 200 mm, mhm, Durchmesser von 140. Da ist für jeden was dabei. Und das kann ich nahezu auch für jeden Rahmen entsprechend mit Adaptern nach oben hin. Alle Adapter erhältlich. Man muss halt gucken, je nachdem, was der Rahmen zulässt. Okay. Ja. Weiterer Punkt, wichtiger Punkt ist, dass die Bremse gut entlüftet ist. Ja, das haben wir auch schon zusammen gemacht. Und ihr könnt euch darüber informieren, wie man eine Bremse entlüftet von SRAM. Das gilt für alle Modelle gleich. Und klickt dafür einfach auf den Informationsbutton oben. Und dann könnt ihr da genauere Details zu erfahren. Was noch? Bremsflüssigkeit gucke ich mir an. Bremsflüssigkeit sollte einmal im Jahr schon getauscht werden oder spätestens alle anderthalb Jahre. Mhm. Ja. Was sind für dich Indikatoren für den Wechsel der Bremsflüssigkeit? Da würde ich eher mit dem Kunden oder mit ihm reden, wie lange ist die Bremse gefahren worden, mhm, wie lange habe ich das Fahrrad. Weil wenn ich das Fahrrad ein Jahr habe, bedeutet es nicht, dass die Bremsflüssigkeit erst ein Jahr alt ist. Es kann auch sein, dass das Fahrrad ein Jahr beim Händler rund stand, ja, dann ist es schon 2 Jahre. Ja. Und die Bremsflüssigkeit, die in unseren Bremsen drin ist, ist dort das Bremsmedium, ist hygroskopisch, bedeutet, zieht Wasser durch die Leitung. Mhm. Ja, deshalb wie beim Auto auch, alle 1-2 Jahre mal ein Wechsel bei Bremsflüssigkeit, ist kein großer Aufwand. Jetzt haben wir über die Bremsbeläge gesprochen, wir haben über die Flüssigkeit gesprochen. Gibt es noch andere Service-Tipps, die du für mich hast? Ein Tipp, der extrem wichtig ist, es gibt immer diesen Mythos vom Kolben gängig machen in der Bremse. Mhm. Tendenziell funktioniert eine Bremse so, du willst den Kolben nicht gängig machen, weil die Bewegung des Kolbens wird durch die Quadringe bestimmt, wo, mhm, die Kolben durchlaufen. Ja? Und diese Ringe bewegen sich beim Bremsen. Das bedeutet,
Der Kolben gleitet nicht durch diese Ringe, sondern er bewegt sich mit diesen Ringen. Mache ich jetzt meine Kolben sauber und sprühe auch ein Öl drauf oder irgendwas, was gleitet, ist das Resultat im Endeffekt, dass ich keinen Leerweg mehr bei der Bremse habe. Mhm. Man kann es sauber halten, mit ein bisschen Wasser mal putzen, wenn die Kolben sehr verdreckt sind. Aber bitte keine Öle, Kriechöle, irgendwas zum Spielen da drauf gehen, weil wir brauchen die Reibung zwischen Kolben und Quadring, damit wir Rückzug in der Bremse haben. Okay. Ja, da habe ich einiges gelernt heute zum Thema Bremse. Ich denke, ihr auch. Wenn ihr noch ein paar Fragen zum Thema Bremsen habt, die vielleicht unbeantwortet geblieben sind, dann könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Oder für zukünftige Themen auch gerne unseren Kanal abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich bedanke mich bei dir, Carsten, für den Besuch. Wieder viel gelernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.